Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Cradle. Letzte Folge, da seht ihr das, wir waren wieder in diese Spielebox, in so ein Pavillon, haben wir da so ein Würfelspielchen gemacht, da sind Englischkenntnisse Gott sei Dank nicht so wichtig, nicht so gut, wollte ich schon sagen, nicht so wichtig, weil das ist einfach nur ein Spiel ist und ich hoffe, das war das letzte, denn die Spiele sind echt, die passen einfach nicht hier rein. For them, the shape, color, and the like of surrounding objects was of critical importance. Some things were beautiful in their eyes, others the definition of ugly. And here's the kicker. They were always in consensus. But it was that very ability that ultimately became their blight. The particulars, however, I still do not know. Ja, also die Spiele, die finde ich nicht so gut, muss ich einfach mal sagen. Diese Würfelspielchen da. Aber das ist ja auch kein Vergnügungspark gewesen, es war ein Therapiezentrum sozusagen für die Kinder, verkleidet als Vergnügungspark. Und das sind dann Therapien oder so gewesen für die. Ich finde das nur ein bisschen seltsam. Aber die können uns ja auch keine echte Therapie hier geben als Spiel. Also blieb da wohl nur diese Minispiele übrig, damit die Kinder da ein bisschen Konzentrationsübung machen, ne? Und natürlich eine mega Angst vor so einem roten Riesenwürfel mit Gesicht entwickeln. Das ist natürlich auch wichtig. So. Jetzt gehen wir erstmal die Batterien und so schneller reinmachen. Das ist wichtig. Tabea, der kommt jetzt auch nicht. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir hier an ihre Beine kommen. Ich will mit ihr laufen gehen. Keine Ahnung. Ob wir die je bewegen werden. Keine Ahnung, ehrlich. Ich habe echt mich nicht selber gespoilert. Ich mache das wirklich hier alles ganz intuitiv. Also ich habe einmal gemogelt bei den Blumen, da habe ich ein russisches Video geguckt. Wo es jetzt mittlerweile schon viele, viele andere Videos gibt. Habe ich schon gesehen. Aber ich will sie mir nicht ansehen, ich will mich nicht spoilern. So. Ja klar, du hast gerade mit mir gesprochen. Here it is. Let's replace it. Go ahead. But you'll need to switch me off first. All right. Okay, ich soll sie ausschalten. Here come the shakes again. Well, no way around that. Yep. Shut me down. See you in a minute. So, ausschalten, wo ist die Schrotflinte? Nein, Quatsch, kein guter Scherz. So kennen wir sie einfach nur. Wo kommt die Batterie denn rein? Ich schätze mal hier, ne? Da. Mann, werf doch mal vorsichtiger, die Buste. Blöd. Leere Batterie. Volle Batterie rein. Ein Satz Brüste wieder drauf. Bop. New Task Edit. So, die ganzen Ersatzteile werfen wir mal hier hin. Wo ist denn das andere jetzt hin? Ob man auch so eine neue Platte versuchen muss für ihr? Nein, Quatsch. So, wir switchen sie wieder on. Jetzt weiß ich nicht, welche Zahl vorher drauf stand. Two attacks in one day. Hä? I'm breaking records. Ja, du. Gratulation. Congratulations. Thanks. An einen Tag. Für mich kommt das ein bisschen länger vor. Well, did you find out anything? Yes. Meine Nummer? Did you find your number? My number? Oh no. Oh, nicht no, jetzt. Not yet. But I did learn what the children were treated for. Remember I told you that the shape of objects was important to them? I do. Well, their illness was called morphophobia. Fear of a shape. Or to be more precise, an aversion to it. What kind of shape? The human body. They couldn't stand the sight of a human body. That was their disease. What do you mean that they couldn't stand it? They would literally get sick, vomiting at the sight of any person. Their teachers, doctors, passers-by, their own parents, even seeing each other in the mirror. What did they dislike so much about the human body? We never did find the answer. The children weren't able to articulate their feelings. First of all, they were really young. And secondly,
They were unable to communicate at all with anyone. Any attempt at communication caused suffering and psychogenic vomiting. What an unusual disease. Yes, which is why the treatment was likewise unusual. Now I know the purpose behind those strange activities. Playing with cubes, collecting parts, and so on. So why were they assembling an embody on stage? To cultivate in the children a positive association with the sight of a human body. They were using those bits to independently assemble a fairy tale character, a positive character. And thanks to their efforts, a young woman would take the stage, the defender of beauty, protecting a blossoming garden from a wicked witch. The witch symbolized ugliness? Evidently. Beauty would triumph over ugliness, and the children rejoiced at their involvement in bringing about a happy end. Bit by bit, their repulsion toward the human body was thus dislodged from their psyches, replaced by a new mindset which filled the human body with beauty and goodness. I see. And the cubes? What was their purpose? The cubes have an extremely simple shape. Playing in the pavilions blunted the kids' excessive sensitivity. Their psyches were being simplified so as to start sewing in them trivial categories. Good and evil, beauty and ugliness. Because their perception developed in an anomalous manner, the kids saw the world of shapes very differently, in a way that grown-ups could never understand. And there was no other way to save their lives other than to make them simpler. I'm still having trouble understanding. Hold on. Meyer. Meyer. Hennebisch. My name is Ida Meyer. Ida Meyer. Was ist das denn für ein Name? Ida Meyer. You remember? I found a journal. It contains my data. Here. Ida Meyer. Ida Meyer, age 26, city of Geneva. My personal number. And a date. August 15th, 2058. What year is it, by the way? 76. Das ist das Wichtigste. Whoa. So, I'm a psychologist from Geneva, and I've been lying in Mongolian soil for 18 years. Mongolei, ja. Das weiß ich ja mittlerweile auch, dass das nicht Tibet ist. In a candy box. And not in soil, but in sand. Very well, in sand. And now I'm in a flower vase, trying to verify my number. Only... damn it. What? It's not working. The network interface. I can't get online. I guess the vase doesn't integrate with the web. Hennebisch, there's another network terminal underneath the TV. It's functional, only without power. If you can power it up, I'll be able to get online. I'll try. Ich weiß sofort, was ich machen soll. Tatsächlich. Müsste ich jetzt nicht doof rumraten. Wir sollen jetzt den Fernseher anmachen, der Knopf ist aber kaputt. Und wenn wir die ganzen Kabel, das habe ich mir ja alles schon mal angeguckt, verfolgen, geht es ja auf dem Dach mit dem Strom. Aber er sagt mir, der Knopf ist kaputt. I can press it, er kann ihn nicht drücken. Aber ich weiß ja, dass da die Solarzelle stand. Ja, ja, bin total schlau. Da. Die räumt sich da immer wieder selber hin. Ups. Die würde ich schon seit Anfang an drauf bauen. Endlich. Oder? Ja. Endlich durfte ich es tun. Auch irgendwann brauchen wir hier das. Oder? Keine Ahnung. Ui. So, hat das jetzt was gebracht? Ah. Knöpfe braucht man nicht. Ich habe da doch meine Fernbedienung weggeworfen. Wenn ich mich richtig entsinne. Naja, hier wird sie nicht sein. Quatsch. I can use the remote to turn it on. But we'll need to power... was? It up first. Wie power up first? Gut hingestellt. Power, power.
liebe solche Rätsel. Muss ich irgendwie noch justieren oder so? Ne, das ist alles safe. Das ist alles dran. Alles dran, was dran muss. Die Antenne. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen drehen, aber ich denke, wir haben es tatsächlich fertig installiert hier oben. Wir müssen nur den Knopf drücken wahrscheinlich. Nein. Wir haben auch noch Sachen hier, die wir noch nicht aufgemacht haben. Stecker passt auch nicht. Ja, machen wir mal eine Denkpause. Was ist jetzt los? Was zum Geier war das? Das weiß er, zufällig entdeckt. Visionen oder so. Wahrscheinlich kleine Spielehilfen. Okay, nochmal. Put the batteries in the box. Under the... Ja, ja, gut. Es gibt noch Batterien für die Fernbedienung. Hätte ich mal wieder lesen sollen. Aber ich weiß jetzt wiederum nicht, was ein Airwing ist. Evening. Das kann nichts Wichtiges sein. Also, under, unter. Put the batteries. Ja, das Ding habe ich ja gefunden. Das ist ja, das war, glaube ich, das hier Evening, wie es heißt. Liegen hier irgendwo Batterien? Dann suchen wir mal Batterien. Wo würdet ihr Batterien hier reinmachen? In so einen Schrein? Heilige Batterien vielleicht? Ups, Kerzen. Eine Pfeife ist auch immer wichtig. Für Pfeifen. Oh, ist auch noch was zu. Gott, noch Rätsel ohne Ende. Oh Gott, jetzt darf ich die Batterien suchen. Die wahrscheinlich vor meiner Nase liegen und ich sie nicht finde. Haben wir die alle durchsucht schon? Pillen. Gib mir Batterien, Mädel. Help Ada connect to the web. Power. Run power on the network terminal underneath the TV. Then turn it on. Put the batteries in the box. Under the... Put the batteries... In the box under... Warum in einer Box? Und vor allem welche Batterien? Ich hab nix. Ach, die sollen bestimmt geladen werden. Du Blödmann. Die hier? Irgendwie laden? Aber so eine große, warum soll ich denn die für eine... Ups. Jetzt stelle ich mich wieder doof an. Hat so gut geklappt die ganze Zeit. Hat aber jetzt irgendwie doch ein Problem, der Timmy. Scheiße. Batterie in der Box. Batterie in der Box. Ich schnall's echt nicht. Sorry. Ich weiß, dass ich die Batterie in the Box. Die dicke Autobatterie. Aufräumen. Das könnte ich nicht benutzen. Okay. Irgendwo muss der Strom ja gespeichert werden, stimmt. Der Sache vielleicht gerade wieder näher. Nein, ich installiere ihn da oben. Das ist ja Blödsinn. Warum soll es auf dem Dach stehen, eine Batterie?
Da fährt man ja die Kabel, ne? So, jetzt habe ich mein Handy nicht hier, sonst würde ich das Wort mal schnell googeln. Nope. Mit ihrem Face die Batterie. Passt da wahrscheinlich auch nicht rein, würde ich mal so ganz grob tippen. Wo können wir die parken? Komm, eine Vision. Ah, die bringt mir jetzt nicht wirklich was. Ich nutze die Wachphase, um schnell mein Handy zu holen. Das hat man davon, wenn man in der Schule nicht aufgepasst hat und kein Englisch sprechen kann. Na, da muss man simpelste Wörter googeln, ne? Aber dafür haben wir ja Google. So. Under the awning. Das Wort will ich jetzt rausfinden. Ihr wisst es bestimmt schon. Google. Awning. Habe ich richtig geschrieben? Ja. Gleich wissen wir mehr. Wörterbuch. Ach, was für eine Technik wir heutzutage haben. Markisenstange? Ist das doof? Markise. Eine Markise, ja. Vordach, Sonnensegel, Plain. Sonnendach, Vorzelt. Sonnenversteck. Sonnenstoren. Keine Ahnung, was ein Storen ist, aber es ist auf jeden Fall nicht das Zelt hier. Wo ist er hin jetzt, die Batterie? Weg mit dem Karton. Wo habe ich die Batterie jetzt hingetan? Die große Batterie, die muss man noch sehen. Also ich will lieber an Idas Chassis rumspielen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend. Ja, die Batterie, da steht sie. Unterm Vordach. Also ich finde, das ist ein... Guck mal hier. Vielleicht das ist ja eine Verbindung. Wie simpel. Warum rutsche ich eigentlich immer? Ja, ich hab's auch gemacht. Okay, das wird wahrscheinlich reichen. Versuchen wir das Ganze nochmal. Okay, da haben wir noch eine Batterie. Ja, Batteries. Oh nein. Ich habe aber nur die eine bis jetzt gefunden. Das sieht nach einer Batterie aus. Oder? Aber da komme ich nicht dran. Nein, das ist auch nur ein Karton. Scheiße, wo ist denn die zweite Batterie? Die habe ich ja noch nie gesehen. Meinte die kleine nie im Leben, oder? Ne, passiert nichts. Müssen wir aufräumen und gucken. Da! Ha, witzig. Nie gesehen. Nein! Es gibt noch eine dritte Batterie. Wow, die haben wir aber jetzt ziemlich schnell gefunden. Warum wirft ihr die einfach hier rum? Was ist denn das für ein Filou, der hier wohnt? Das sieht gut aus. Mehr Batterien kann er nicht von mir verlangen. Yeah. Ich nehme die Fernbedienung, die Remote und werde den Fernseher einschalten. So. The reason is both simple and evident.
Simultaneous existence of two copies of the same person gives rise to problems we are not prepared to tackle, as clearly demonstrated by the sorrowful experience of the recent past. For now, strict prohibition on duplication and forced deactivation of existing duplicates remain the only solution to the situation. Deactivated neurocopies are retired into secure storage facilities for likely reactivation in the future, when a legitimate solution is found. This is one of the cases when... Wow, sehr informativ. Und ist auch noch kaputt gegangen jetzt, super. Help Ida connect to the web. Speak with Ida, das ist einfach, das kriege ich hin. Ida, your terminal... Ida, our terminal burned down. I know, but I managed to check the number in time. Okay. You did? So what's the news? Are you going home? The news is bad. I no longer have Original's right. There's nowhere for me to go. Why? I was restored. 3 years ago, Ida Meyer was confirmed dead and restored from a reserve neurocopy. She currently lives somewhere in Geneva. We don't seem to have much luck. How did she die? It says here, died in a disparatoxin emission in 2058. Mit den Augen los. Ist gestorben. This means you are now a duplicate? Correct. My very existence is illegal. Aha. Es ist illegal zu leben. Für ihr jetzt, was er tot ist. Well, don't fret. We'll improvise. Improvise? So funktioniert wie sie aber auch nicht, ne? Sure. We'll find you a normal body with legs. Oh, ja, ja, ja. With legs. And then what? Then we'll live our lives, selling flowers. Enibish, listen. When my battery runs out, I want you to put my flowers into secure warranty. I mean, into a glass cell, yes? That is a secure evacuation. I understand. What? What I mean is, please put my neurochip in a cell which... Enibish, into a camera of giants. Or a camera of dreams. What's with your voice? I don't know. A camera of tides? What are you talking about? Einen Schlaganfall. Malfunctioning somehow. My thoughts are out of order. But I think it's over. You need repairs. I don't need anything, Inhibish. I'll be put to sleep soon. Disconnected. And for a long while, I bet. So, you've decided? Yes. That is my decision. So you wake up and go right back to sleep. Got it. More like, wake up, get totally confused, then go back to sleep. What are you confused about? The explosion, for one thing. I haven't a clue how I'm connected to it. You got caught in an emission. That's just bad luck. No, Enibish, it's not that simple. I found another mention of my name, here, in the database, in the search history. Somebody was searching for information about me. So what? What's so strange about that? The fact that it was the only query for my name in the entire search history, made 20 minutes before the explosion. Who made the query? A man named Mark. Mark Darren. He's listed as transfer operator. The explosion happened on his shift. There's even a recording of it. And also... How curious. What? Going by the recording, there was an equipment breakdown not long before the explosion, at around the same time the query was made. Yes, I want to know what happened there. Why do you even care? Is that really important now? It is to me. Because aside from these fragments of the past, I have more fragments of the past than... I mean... Ida. Irgendwas stimmt mit dir auf jeden Fall nicht. Hey. Die ganzen Erinnerungen tun dir nicht so gut. I'm getting worse. I'll repeat. You need repairs. You need to know the cause of the problem before you can correct it. Which I do not. Deine Stimme ändert sich. Also your voice wechselt. Is changing. If only it were just the voice. I'm at a loss. The reasons could be many,
Could be my synchronizer is on the fritz. I've heard of cases when the neurochip malfunctioned due to a deteriorating link with the DNA. Either that or my neurocopy is failing. But if that's the case... What then? Nothing. Let's just hope it's the synchronizer. Let's. Then we'll replace it with a new one. Sure. There's a new one here in the small. Distance close. Give me the pavilion number. I'll go and get it. Is in six rooms soft? In six rooms soft. Got it. And, don't go crazy just yet. Try. Try? Ja, bestimmt ein Virus. Yes. Also die ganzen Geschichten wird man natürlich besser verstehen, wenn man besser Englisch kann. Also ein bisschen verstehe ich es natürlich auch. Aber die Story ist schon ganz in Ordnung. Leider werde ich jetzt da stehen, Search the Sixth Pavilion. Ja, wir wissen ja, wo wir hin müssen. Lass die Tür mal offen, damit Ida raus kann. Nicht wieder ein Würfelspiel. Hoffentlich haben sie mal andere Ideen gehabt. Oh, es ruckelt. Warum gehen die Frames jetzt runter? Dann fahren wir mal wieder zum Vergnügungspark. Hui. Oder zur Klinik, ne? Sit down, please. Und los geht's. Ida need repair. Irgendwie will sie aber gar nicht repariert werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie eh schon tot. Denn im Fernsehen haben wir die Nachrichtensprecher gesehen, die waren auch Roboter. Oder besser gesagt, diese künstliche Lebensform, wo sie ihre Körper drin transferiert haben. So. Ich denke mal, dass das Spiel nicht mal allzu lange geht. Wir haben schon eine Menge Wahrheiten. 6, 8, 5. Aber gut versteckt alle, ne? Der sagt nichts. 10, 8. Die Musik hat sich auch jetzt verändert. Wir haben noch nie hinter dem Ding geguckt, ne? Das werden wir jetzt einmal machen. Überall diese Kackblöcke. Wir müssen jetzt noch so ein paar Pavillon stehen, dann will ich hier lachen. So, wir rutschen einfach mal wieder ein paar Rutschen. Ich finde die 6 nicht. Wahrscheinlich heißt das auch was ganz anderes, oder? Ja. Steht da noch was dazu? Ida ist losing her ability to communicate. Perhaps replacing her synchronizer. Das sollen wir also wieder finden. Fixed the problem. Okay, das ist einfach nur ein ganz normales Spiel wieder, was wir machen müssen. Da rutsche ich mal 1, 3, 5. Das ist ja schon eher wieder ein Rätsel, ne? 8. Oh, Vorsicht. Cloudy Country. Oh, Vorsicht. Sind echt unfreundlich, diese Teile, ja. I figured out what kind of breakdown the report was referring to. During a transfer, the ability to speak was not blocked out for one of the kids. That is, he was talking to himself, to his own copy. Hier sind wir aber falsch. Obwohl sie hier quatscht. Mach zu. Ah, dieses spatze Ding ist da. Sind jetzt alle offen oder was? Da waren wir gerade drin? Wenn mich nicht alles täuscht. Oder doch hier? Komm, flutschen wir mal hoch. Bis jetzt hatte ich ja immer irgendwie Glück. Bevor uns das schwarze Moped ertötet.
Jeder öffnet nichts. Wir holen uns jetzt wieder einen elektrischen Schlag. Das ist eine 5. Warum sollte ich jetzt bei 5 reingehen, wenn man sagt Zixt? Da ist das ja auch wirklich versteckt. Das spezielle Spezialspiel. Aha. Ja, was würden wir als Kinder machen, ne? Wir würden die Rutsche hochlaufen. Aber das wird sein. Das ist immer dazwischen, das ist die Zahl, die wir nicht erzählt dann. Also das Türchen da oben, da steht es auch dann dran. Oh. Find another way. Wie komme ich denn da hoch? Himmel, Herrgott. Wer geht da jetzt? The elevator is out of order. Wie komme ich da hoch? Gucken wir uns das doch mal von der leichten Entfernung an. Und sehen, das ist mit nichts verbunden. Dass ich von da nach da könnte. Es ist einfach nichts zu erkennen. Wie verflucht nochmal soll ich da hoch? Da oben steht auch die 6. Jetzt sehen wir sie mal. Also es ist auf jeden Fall der Ort der Begierde. Ich will ja echt die Rutsche hochgehen, ne? Also ernsthaft, da halte ich mal fest. Da fällt sonst nichts irgendwie ein. Wah! Das will mir das Ding auch noch auf den Zeiger gehen die ganze Zeit. Ich hatte hier eine Stange hoch. Also wirklich, wie soll ich da hochkommen? Also das ist mir jetzt ein bisschen rätselhaft, muss ich zugeben. Wenn der Aufzug in der Fritten ist. Die Rutsche ist kaputt. Können wir auch nicht falsch rum hochgehen? Das ist bestimmt ganz simpel, die Lösung wieder. Einfach nur nochmal drauf drücken. Nein, das hat nicht funktioniert. Aber wir müssen da hoch. Hier gibt es so ein Schwebellosigkeitsding. Vielleicht können wir fliegen damit oder so. Das ist ja alles voll mit schwarzen Dingern, ey. Na, hier schwebt es ja auch. Kann man die vielleicht aktivieren? Hm. Ich habe jetzt auch nichts im Inventar. Ich habe nichts zu Hause rumfliegen, was ich benutzen könnte, um zu fliegen. Das hätte ich ja irgendwie bemerkt. Wow, wow, wow. Das ist aber schon nah gewesen. Man rutschen überhaupt hochlaufen. Wow, wow. Geht nämlich nicht. Okay, was ist denn? Ich muss hier rätseln, du blödes Vieh. Es kommt noch eins. Help! Die Blöcke kann ich nicht aufnehmen. Das hat keine Relevanz, diese Dinger. Mach im Ernst, ne? Ich komme nicht drauf. Müssen wir in der nächsten Folge ausprobieren. Bis dann.